Ups. Ach ja, jetzt kommen wieder die scheiß Windmühlen. Wir spielen Don Quixote und kämpfen gegen Windmühlen. Oh, das ist schön. Energie? Ich meine XP? Ja! Nein, ich bleib noch ein bisschen, danke. Ich komme dann wieder, jo. Ach, da links ist schon wieder so ein Teil rüberlaufen. Hoffentlich muss ich das nicht. Aber es sieht so aus, als wenn ich es müsste. Kommt her. Ja, machen wir auch weiter. Ein bisschen Juwelen sammeln. Ja gut, jetzt sind wir ja eben einmal gestorben. Ich hätte kurz bevor ich gestorben bin, eine von diesen leeren Flaschen oder von diesen seltsamen Flaschen auswählen sollen. Dann hätten wir unsere Juwelen behalten. Dafür sind die ja da. Aber ich sehe da keinen Sinn drin. Wir kriegen sowieso hier. Haben wir schon wieder fast 100 zusammen. Wie ihr seht. Und ach, warum soll ich mir die Mühe machen? Ich weiß auch nicht. Okay, jetzt müssen wir hier rüber rein und sind wieder halb tot. Schaffe ich das noch? Ja. Gerade so. Na, wen haben wir? Ja, eine Treppe. Da, aha, jetzt kommen wir ins zweiten Stockwerk rauf da. Okay, was haben wir hier noch? Und nicht die. Diese Kacke. Ja, jetzt haben wir dich. Das ist nicht gleich tot, ich weiß. Mache ich mit dem Magiezauber tot, dann schießt ihr wenigstens nicht diese Kackdinger ab. Höherer Level! Oh, ich bin wieder voll Energie. Hahaha. Oh, kommt her. Kommt her, beide. Okay, hab dich beide erledigt. Es läuft, es läuft. Eine große Tür. Und das Komische ist, eine von diesen Türen sagt uns was ganz Wichtiges. Ich weiß bloß nicht mehr welche. Aber irgendwas war das. Wenn dir irgendeine Tür nicht anlabert, dann verpasst ihr was. Das ist immer toll. Haben wir jetzt alle? Na, kommt noch eine. Sind das irgendwelche Elektromäuse oder so? Wie sieht das so aus? Noch einer. Kann ich dich hier schon erledigen? Ja. Okay. Und jetzt muss ich tatsächlich da lang laufen, ja? Oh Mann. Okay. Oh nee. Gut, euch kriege ich so tot, das ist nicht das Problem. Oh oh, ihr kommt. Der ist weg. Gut, drei Stück befreit. Oh, da ist ein Teleporter. Das ist schon mal sehr gut. Die noch fertig machen hier. Dann ist diese schreckliche Musik gleich vorbei. Ein Modell der Stadt. Das ist eins von den beiden Modellen, in die wir reingesaugt werden können. Und ihr ahnt es schon, das sind dann wieder zwei weitere Dungeons. Aber die haben nicht diese schreckliche Musik, das könnt ihr euch schon mal sicher sein. Okay, wir haben alle Monsterhöhlen platt. Das heißt, wir können diese Räume verlassen und müssen diese Musik nicht mehr ertragen. Denn langsam geht mir sie echt auf den Keks. So. Oh, endlich wieder ein bisschen entspannter das Ganze. So, die sagt immer noch nichts, die Tür. So, hier ist jetzt folgendermaßen. Diese Maus hier. Würdest du bitte die Katzen aus dem Raum bringen? Ich fürchte mich zu sehr vor ihnen. Genau. Aber wir brauchen erst so ein Objekt, wo die Katzen ganz gierig nach sind. Irgendwie so ein Duft, glaube ich. Den kriegen wir von irgendeiner Pflanze oder so. Mal gucken. Wir gehen mal in den zweiten Stock. Und gucken, was uns hier so erwartet. Ah, da ist eine Tür. Kann ich mit der reden? Nein, die sagt auch nichts. Da ist das Modell, da wollen wir noch nicht rein. Und hier ist eine Katze.
Okay, was sagt uns das? Traumstab. Da ist er. Herbert legt den Traumstab auf den Kopf der Katze. Dr. Leo, König Magritte möchte Sie sofort sehen. Werden Sie ihm erlauben, einen Pakt mit dem Death Toll zu machen? König Magritte weiß nichts vom Wert des menschlichen Lebens. Sogar das kleinste Lebewesen hat eine Existenzberechtigung auf dieser Welt. Wenn die Bäume auf dieser Welt in zwei Hälften zerschnitten würden, würde sich der Sauerstoff vermindern und viele von uns würden sterben. Wir tun das, was König Magritte uns sagt. König Magritte trifft alle Entscheidungen für uns. Hey, es wird Zeit. Dr. Leo, Sie lieben Ihre Tochter Lisa, nicht wahr? Wenn Sie gehorchen, wird ihr nichts passieren. Wir werden draußen im Luftschiff auf Sie warten. Kommen Sie heraus, wenn Sie befreit sind. Wenn Sie bereit sind. Ich denke gerade, hä? Das gibt keinen Sinn. Vergib mir bitte. Die Welt wird früher oder später sowieso zugrunde gehen. Ich kann nicht mehr viel machen. Oh Meister, bitte hilf mir. Ja, wir helfen dir schon. In der letzten Zeit träume ich immer wieder von Dr. Leo. Ich habe mich gefürchtet, als er verschleppt wurde. Ich habe mich versteckt. Oh ja, ich werde dir dies geben. Dr. Leo hinterließ das. Herbert erhält einen Türschlüssel. Yeah, damit kommen wir endlich in die andere Tür rein. Und das hier ist ein Modell. Da will ich noch nicht rein. Gehen wir gleich rein. Ja, dann gehen wir wieder runter. Die Türen gehen übrigens automatisch auf und zu. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Nicht, dass ihr euch wundert, wieso klappert der immer mit den Türen rum. Nee, nee, das ist so. So wie ich da nah rankomme, gehen die auf. So, jetzt muss ich mir den Schlüssel ausrüsten. Wo ist er denn? Da ist er, ne? Ja. Ah, das ist die Tür zum Labor. Okay. Herbert benutzte den Türschlüssel. Danke sehr. Kann ich mit dir reden? Mit der Tür kann ich nicht reden. Und die Katze? Türen sind für gewöhnlich sehr ruhig, aber es gibt ein paar sehr geschwätzige. Versuch mal mit ein paar zu reden. Oder mit allen zu reden. Das weiß ich doch alles schon, sonst wäre ich doch gar nicht hierher gekommen. Oder die... Ich wäre nie hier hingekommen, hätte ich nicht mit einer Tür gesprochen, oder? Nee, ich musste ja mit dieser... das ist alles hoch. Nimm dir die mystische Rüstung aus meiner Schublade. Ah, sehr schön. Eine neue Rüstung. Mystische. Unbesiegbar für einen längeren Zeitabstand. Okay. Und wir nehmen auf jeden Fall wieder unser Armband. So, mehr ist hier nicht. Also gehen wir jetzt in das erste Modell. Okay, in das erste Modell von Dr. Leo. Das werden wir, glaube ich, noch schaffen. In dieser Session. Und ich glaube, das zweite Modell hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Aber okay, das erste Modell schaffen wir noch. So, wo bist du denn? Hier, ne? Genau. Und da war das Modell. Und jetzt... Die Musik ist zwar angenehm, aber die Gegner sind scheiße. Ich glaube, so war das. Herbert wird vom Modell verschluckt. Okay. Ja, das ist die Musik aus dem ersten Dungeon, wenn ihr sie noch kennt. Gut, da komme ich jetzt noch gar nicht hin, ne? Ach ja, die sind scheiße, diese kleinen Biester, die schießen überall hin. Ja, toll. Ich mag euch überhaupt nicht. Ey, Mann! Ihr seid so nervig. Die sind einfach nur Kacke. Der eine Dungeon hat die scheiß Musik. Oder nervige Musik auf Dauer gesehen. Und diese Dungeon hier, der hat einfach nervige Gegner. Ich weiß nicht, was mir lieber ist. So. Ich kriege auch noch Platt. Hallo? Da steht einer, oder? Da stand einer. So kriegt man euch auch tot. Ach, jetzt habe ich...
keine Munition mehr. Also ich kann nicht hier, ach, ich kann nicht hier rumgehen. So, jetzt muss ich da oben noch reingehen. Wieso habe ich das nicht gemacht? Habe ich gedacht, der wäre noch nicht fertig oder was? Der blinkt doch schon. Ich bin blöd. Manchmal. Ein bisschen. Herbert befreite eine Maus. Das ist ein Bett. Achso, dahinter ist eine Maus. Okay. Gut. Weiter geht's. Ja, hier rein. Die Häuser werden nicht lebendig oder so, ne? Nö, sieht nicht so aus. Da hinten kümmere ich mich jetzt nicht drum. Ich kümmere mich lieber um die hier. Da hoppelt irgendwas raus. Ich kann es nicht erkennen. Das soll bestimmt irgendwas auf einem Pferd sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr das ja besser erkennen. Ihr wisst ja, ich habe immer einen kleineren Bildschirm, auf dem ich spiele. Ihr seht das hier ungefähr doppelt so groß oder dreifach so groß. Na ja, ganz so stimmt, glaube ich. Na, ich weiß nicht. Jedenfalls sehe ich es ziemlich klein. Es ist nicht mal ein Viertel meines PC-Bildschirms, den ich sehe. Kiste mit Schubladen. Gleich im ersten Raum, okay. Das war also schon der ganze lange Korridor hier, ja? Okay. Und mir fällt gerade was ein. Hier gibt es irgendwelche unsichtbaren Gegner. Die kann ich erst ab einem bestimmten Zeitpunkt sehen. Ah, toll. Ah, ich freue mich schon. Oh. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich bin so überwältigt von diesen tollen Gegnern. Ich weiß nicht, warum. Sie sind ja nicht besonders schwer oder so, aber irgendwie mag ich die einfach nur nicht. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie einen Hass auf die. Eine Maus. Die nächste Welt finde ich auf jeden Fall wieder viel angenehmer. Dann sind wir ja bei Margarets Schloss. Das hätte, gut, das kann man sich ja schon einigermaßen denken. Das wird ja schon gesagt. Dass die letzten beiden Steine praktisch bei Dr. Leo sind und in Margarets Schloss halt. Und da wir jetzt ja bei Dr. Leo sind, wird die nächste Welt ja wohl dann Margarets Schloss sein. Das war kein Spoilern, das hättet ihr auch mit logischem Denken selbst rausfinden können. So. Und das ist wieder jedenfalls eine sehr angenehme Welt, die nächste, finde ich. Eine Pflanze. Die habe ich auch als Kind immer nicht gemocht, diese Welt. Die hat mir immer Angst gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Achso, hier oben ist ein. Ach, ich habe zu wenig Diamanten, oder? Ach, ich kann hier hingehen.